So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Unser kleines Survival-Training hat hiermit jetzt offiziell begonnen. Es ist kurz nach 11, das heißt, wir sind schon pünktlich um 11, wollten wir hier sein, sind wir auch angekommen. Jetzt sind wir halt erstmal ein bisschen in den Wald, vom Parkplatz in den Wald. Und ab jetzt geht's offiziell los. Ne? Darf man sagen, dass wir noch leben? Wir leben noch, genau. Jawohl. Und bisher noch halbwegs alles in Ordnung. Wir sind einigermaßen gut in Futter. Wir sind einigermaßen gut hydriert. Wir hoffen, dass wir jetzt als erstes dann mal, also neben dem Weg, den wir ohnehin grob zurücklegen müssen, das wissen wir ja ungefähr, wo ungefähr sich die legale Feuerstelle befindet. Und zu der wollen wir ja so in etwa, damit wir jetzt vom Lagerplatz bis zur Feuerstelle dann nicht allzu viel Weg zurücklegen müssen. Ich weiß nicht genau, wie weit das ist. So erinnerungsmäßig müsste es irgendwie eine Stunde maximal zu gehen sein. Wahrscheinlich weniger. Ja, geht ein bisschen auf, aber ja, allzu weit ist es nicht. Genau. Und wir werden unterwegs bereits natürlich die Zeit nützen und alles einsammeln, was wir da so finden können und so weiter und so fort. Also es ist diesmal kein, anders als letztes Mal, da hatte ich durchaus auch im Sinn, eine gewisse Strecke zurückzulegen, ist es diesmal kein so laufbasiertes, wenig actionbasiertes Survival-Gedönse, sondern ja, mehr halt diesmal auf tatsächlich Dinge herstellen, kleinräumiges Erkunden, Ressourcennutzung, ja, sowas in die Richtung, also wenn es einen Schwerpunkt gibt. Ja, weil es macht ja wenig Sinn, zum einfach möglichst weit rumrennen und dann hat man nachher doch nichts, irgendwie kein gutes Lager und keine gute Basis zum Überleben. In der Jungsteinzeit. Richtig, stimmt. Wir sind jetzt auch bereits in der Jungsteinzeit natürlich angekommen. War ein bisschen eine ruppige Reise dabei. Wie hieß sie nochmal? Schnell, schnell, schnell. Aber das Gepäck, müssen wir sagen, ist ziemlich gut angekommen. Wir haben alles Kleine hier in den roten Beutel gepackt. Mhm. Außer das Messer, das ist in der Hosentasche. Ja, habe ich jetzt gerade rausgeholt. Mhm. Und der Kilt von Ben ist auch wieder mit dran, also kann man so tragen. Ich habe hier ein Schnürchen schon mal befestigt. Erstes ist großes, also einfach ein quasi Umhängbeutel. Handwerkprojekt, dass es jetzt ein Umhängbeutel ist. Mhm, aber das ist so. Jetzt komplett eben aus den Materialien, die wir eingeplant hatten. Wiegt 1,5 Kilo. Kilo Material, 500 Gramm Essen. Ganz genau. Naja, streng genommen hatten wir den Packsack für den Schlafsack nicht mitgerechnet. Was? Fällt mir gerade ein. Ja! Auspacken! Ja, auspacken! Nein. So, was wir Schwummler! Genau, was wir jetzt gerade auch noch festgestellt haben, wir haben keine Sonnencreme dabei. Das ist logisch, dass wir keine dabei haben. Wir haben ja auch nur minimalsten Krempel. Vielleicht hätten wir noch welche mitgenommen, wenn wir dran gedacht hätten, ehrlich gesagt. Aber so haben wir jetzt halt keine. Das bedeutet insbesondere für Sie als notorisch sonneböse Person. Ich kann 5 Minuten. Ja, und dann hat sie auch schon Sonnenbrand. Dann ist rötlich und nach weiteren 5 Minuten ist rot. Also hast du jetzt die Zusatz-Challenge, dass du gefälligst ein Schattenleben führen sollst. Ja. Ein Schattendasein fristen. Aber ich habe immerhin lange Ärmel. Ja, das ist schon mal gut. Also ich kann mir einen Hut basteln oder ausleihen, geht nicht her. Achso, klamottentechnisch, das wäre vielleicht auch nochmal interessant. Ich habe BW Moleskin Hose und ein Lyocell T-Shirt. Außerdem habe ich meine übliche blaue Jacke noch dabei, falls es dann mal irgendwann ein bisschen kälter werden sollte. Das habe ich mir dann zusätzlich zur Rettungsdecke noch als Isolationsmaterial zugestanden. Wir hatten ja gesagt, freie Kleidung. Momentan ist es natürlich viel zu warm, um das Ding anzuziehen. Schleppe ich jetzt halt nachts so mit rum. Könnte es vielleicht noch gut sein. Nachts, ja, ich habe auch eine Hose an und halt ein Langarm-Shirt. Normale Kunststoff-Outdoor-Hose in deinem Fall. Ja. Und auch ein normales Kunststoff-Langarm-Shirt. Ein dünnes und habe noch die Softshell dabei aus besagten Gründen. Und als Zusatzklamotte habe ich noch wegen, beim Schlafen ist mir das wirklich, wirklich wichtig. Da geht es mir ein bisschen wie dem Rüdiger Nehberg, der immer gesagt hat, wichtigste Ausrüstung, also mit einer der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände für ihn, ist aufgrund von kahlem Haupt eine Kopfbedeckung, dass er halt dann über den Kopf nicht wahnsinnig auskühlt. Das war ihm immer sehr wichtig und ich kann inzwischen bestätigen, wenn ich versuche, ohne Kopfbedeckung zu pennen, dann kühle ich derart über den Kopf aus, dass das, genau. Und mit dem Hut kann man halt nicht wirklich schlafen, weil man dann durch die Krempe kann man dann den Kopf nirgendwo hinlegen und deswegen habe ich noch einen Buff dabei. So. Ja. Jo.
Und ansonsten, wir befinden uns hier in höherer Lage auf, weiß nicht, wie wir hier sind, 500 Meter, 600 Meter. Keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas um den Dreh. Also ein bisschen erhöhte Lage, Waldtyp überwiegend Fichtenmonokultur. Da hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was getan, dass zwischendrin mal ein bisschen Laubholz steht, wie man hier im Hintergrund sehen kann. Jawohl, aber vorwiegend ist es hier doch Fichtenmonokultur. Wir dürften also keinerlei Probleme haben, Fichte zu finden. Für alle anderen Baumarten muss man ein bisschen suchen. Und da werde ich dann auch noch ein paar Takte zu erzählen, wie man da am besten vorgeht, wenn man jetzt eben in so einer Einbaum großen Monokulturlandschaft gelandet ist. Es ist für Deutschland ja durchaus realistisch, dass wir es mit viel Fichtenwäldern zu tun haben. Gibt es viele Flächen Deutschlands, in denen das der Fall ist. Immer noch viele, bald keine mehr, aber noch ist das durchaus häufig. Oder halt eben ein Kiefernwald, der dann auch überwiegend fast nur aus Kiefer besteht. Das ist halt durchaus realistisch, ne? So, wie gesagt, auskennen tun wir uns hier nicht wirklich. Wir wissen eben, wo diese Feuerstelle ist. Die Umgebung erkundet habe ich sonst nie. Groborientierung wissen wir auch, wo eine große Wasserstelle ist, die allerdings nicht als Trinkwasser geeignet ist. Das wäre dann mehr so ein Reinspringwasser, theoretisch, was man allerdings nicht darf. Es wäre ein bisschen geschummelt, wenn man da sagen, wir hätten da Wasser gefunden, weil ganz das genau weiß man, dass da Wasser gibt. Ja, es ist eine wirklich sehr große Wasserfläche. Eine größere Fläche, ne? Wir wollen im Übrigen zumindest mal ein bisschen versuchen, den genauen Standort, wo wir uns befinden, hier in etwas, ja, Geheimnis ist das falsche Wort, wer es erkennt, erkennt es. Aber es wäre ganz cool, wenn jetzt nicht allzu sehr in die Kommentare geschrieben wird, wo das jetzt genau gewesen ist. Und ich versuche, markante Dinge, soweit es geht, halt eben auch nicht unbedingt jetzt in die Kamera zu halten. Und ja, einfach aus Rücksichtsgründen, Toleranzgründen und aus Anti-Publikumsverkehr fördernden Gründen. Er fährt ab. Des Weiteren, mein Knie ist durchaus in einem Zustand, mit dem ich ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt genau. Ich habe Kniescheibenarthrose. Normalerweise hält mich das wenig auf. Heute wahrscheinlich ein bisschen mehr als sonst. Und das werdet ihr dann auch beim Rumlaufen und so weiter und so fort dann teilweise merken, dass ich mich sehr vorsichtig verhalte. Das halte ich auch für durchaus nicht unrealistisch für Survival-Gedönse, weil Vorsicht ist in diesem Fall wirklich sinnvoller, als wie ein Bekloppter irgendwelche Hänge rauf und runter zu rennen, einfach weil man es kann und weil man meint, es wären die Neolithikum-Zombies hinter einem her. Noch haben sie uns nämlich nicht entdeckt und deswegen gibt es momentan keinen Grund, unnötig Energie zu verschwenden, unnötig Wasser zu verschwenden, weil es ist durchaus schon so warm, dass man sagen kann, allzu sehr frieren tut man nicht, wenn man sich bewegt, wirklich nicht. Ja, das heißt, man schwitzt und dann braucht man zusätzliches Wasser und das wäre, zumindest solange wir noch keins gefunden haben, relativ blöd. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir nämlich Wasser suchen. Ganz genau. Und vielleicht schon was mitnehmen, was wir halt am Wegesrand noch finden, weil wir brauchen noch ein bisschen Baumaterial und was zu essen. Jo. Und dann dokumentieren wir jetzt erstmal noch mit der großen Kamera, oder? Ja, ja. Okay. Solange wir zusammen sind, können wir ja die große Kamera nehmen. Und wenn wir uns aufsplitten, behalte ich die große, weil mit der komme ich besser klar. Und ich nehme die Action-Cam. Und du kriegst die Action-Cam für langsame Action. Slow Action. Ja, das ist gut. So, gut. Bis gleich. Ich habe eine erste sinnvolle Nahrungsquelle gefunden. Brennnesselsamen. Ist, glaube ich, ein alter, bekannter Zopf. Kann man essen. Jetzt fehlt uns einfach noch ein gescheites Aufbewahrungs, das ich sicher nicht schaffe, Aufbewahrungsgefäß, um die transportieren. Aber ich glaube, 5 nehmen wir mit, dann verhungern wir schon ein bisschen weniger. Jo. Also 3.1, erste Nahrungsquelle. Geht auch primär mehr oder weniger darum, einfach nochmal ein bisschen zu zeigen, um was es sich handelt. Wir wollen jetzt, müssen wir nicht, man könnte aber theoretisch wirklich jetzt auch im großen Umfang, gerade wenn die Brennnesselsamen jetzt schon so weit blühen, so weit reif sind, dann kann man die auch im großen Umfang einsammeln, dann könnte man theoretisch, das haben wir jetzt keinen Bock drauf, wie gesagt, wir sind faul und wollen Spaß haben und wollen nicht leiden, aber ja, man könnte mit dem Zeug gerade jetzt momentan relativ einfach seinen Kalorienbedarf decken. Man ist dann aber auch ein Drittel Tag am Sammeln pro Tag oder irgendwie sowas, ja. Was, wir haben doch einen Beutel dabei. Ja, und wenn man noch anderes Zeug machen möchte, dann ist das ein bisschen umständlich. Du darfst mir das mal geben. Mit irgendwas. Ja, wir haben eine Plastiktüte. Wir haben eine Plastiktüte im Equipment.
Yay! Da ist zwar Kartenzeichnungspapier drin, aber ja. Komm, wir sammeln mal ein bisschen etwas. Ja, wir nehmen ein kleines bisschen was mit. Das braucht man aber jetzt. Ich bin tapfer und ist es. Du bist tapfer und ist es. Oh. Hallo. Eigentlich lieber da hinten von dem Wald. Gut, ich mach Kameramann. Machst du. Ja, du brauchst nicht groß Kameramann machen, wenn ich mir hier die Finger verbrutze. Doch, doch. Die schmecken so gut, genau. Im Brot oder egal wo. Ja, zum Salat mache ich sie noch gerne dazu. Und im Salat, ja. Gut. Viel Spaß. Danke, danke. Danke. Man soll aufpassen, dass man das beste Werkzeug nicht kaputt macht, nämlich die Finger. Genau. Gut, reicht. Das stand gerade gestern in den Kommentaren. Mhm. Ja. Gut, alles ich weiß, klar. Wir suchen weiter. So, Evelyn erntet ein bisschen Weide. Weide sammeln, das ist jetzt so wieder mal ein bisschen forstliche Grauzone, also forstrechtliche Grauzone, weil das Zeug ist natürlich nichts wert, insbesondere wenn es ja, ich sage jetzt mal, am Ufer einer Wasserfläche rumsteht. Und dementsprechend kann man sich da schon ein bisschen was mitnehmen. Das müsste in Ordnung sein. Und wofür brauchen wir das? Naja, die Idee ist ja folgende, dass wir uns eigentlich ein Transportgefäß machen wollen. Und Evelyn kann flechten. Und die Idee wäre jetzt, ein kleines Weidenkörbchen herzustellen. Davon braucht man dann halt eben entsprechend ein wenig geeignete Weide. Wir nehmen auch nicht alles von einem Baum. Es stehen hier jede Menge rum, gerade also entlang dieses Bereiches hier um besagte Wasserfläche findet man da einiges. Also gerade, was man dann die Schädigungen ein wenig verteilt zwischen entsprechend mehreren Exemplaren. Ich suche lange, dünne Äste, die man möglichst ein bisschen rumnehmen kann und halt schön biegbar sind. Mhm. Schnell. So, Evelyn ist gerade experimentierfreudig und sammelt hier von einer krautigen Pflanze, das darf man ja problemlos, krautiges Zeug einsammeln, bei der sie meint, dass die Blätter so ähnlich aussehen wie bei der Weide, die wir gerade gefunden haben. Die Test ist schon nicht so geil. Ja, eben, da fehlt es Lignin. Das ist halt... Lassen wir, okay. Lassen wir. Ja, das Problem ist halt, wenn man was haben möchte, ein Holz zum Flechten, dann braucht man halt trotzdem zumindest ein bisschen Lignin drin. Jede Pflanze hat Zellulosefasern, die also für eine gewisse Höhen- bzw. Druckstabilität gut sind. Ja? Also man kann viele Pflanzenfasern nutzen, um die also quasi auch theoretischen Knoten reinzumachen und so weiter. Aber die sind einfach nicht stabil genug, wenn sie nur aus Zellulosefasern bestehen. Ja, als Seilmaterial, ja, wenn man sie dann zusammenzwirnt, also zusammenwickelt, dann geht dann sowas auch, aber das ist getrocknet dann fast besser. Ich nehme sie mal mit, abgeschnitten habe ich sie ja schon. Ja, genau. Aber ich fürchte fürs Körble, was hier unser Transportgefäß werden soll, sind sie wahrscheinlich nichts, weil sie brechen sehr schnell. Also sie machen so Knicke rein. Jo. Nicht biegbar genug. Jo. Also da müssen wir einfach dann mal schauen, ob wir damit noch was anfangen können. Aber ja, eben, also das Lignin ist eben der Stoff, der für die Seitenstabilität, also diese hier, im Holz zuständig ist. Weide hat relativ wenig Lignin, deswegen sind Weidenäste eben gut geeignet, um damit gegebenenfalls, nur damit du im Bild bist, ja, irgendwer muss im Bild sein. Ja, und eben... Sie sind noch sehr biegsam, Weidenäste, sind aber gleichzeitig eben schon wieder so stabil, dass man sie eben zum Flechten wirklich gut verwenden kann. Aber das beim praktischen Flechten, das muss dann sowieso Evelyn erklären, ich kann das gar nicht. So, nachdem wir jetzt doch ein Weilchen an unserer Wasserfläche hier entlang gelaufen sind, größere, nicht genau definierte Wasserfläche, wie ich sie so schön genannt habe, haben wir beschlossen, dass wir uns jetzt doch noch eine Flasche Dreckwasser abfüllen. Das hier kann man jetzt so... Gut, in der Notsituation könnte man es vielleicht doch trinken. Ja? Also diese größere Wasserfläche ist wirklich ziemlich groß. Je größer die ist, desto tendenziell eher besser. Wenn man schon aus dem stehenden Gewässer, also das ist ja auch nicht ganz stehend, trinkt, dann besser eben aus einem, das möglichst groß ist.
Und ja, also es wäre jetzt so Notfallwasser. Ja? Also ich würde, wenn ich jetzt unbedingt Durst hätte, würde ich ein paar Schluck davon trinken, aber auch nur so viel, wie ich eben entsprechend brauche. Ja? Also nicht sich richtig sitt trinken, also dass man überhaupt keinen Durst mehr hat, sondern wirklich nur das Notwendigste. Das könnte man eventuell tun. Und wir wollen ja später auch noch Wasser aufbereiten. Und da wäre es jetzt einfach ganz lustig, wenn wir dafür auch ein Wasser haben, das die Aufbereitung nötig hat. Ja? Wenn wir später nämlich Trinkwasser finden, dann können wir das theoretisch auch aufbereiten. Das ist halt nur Unsinn. Und so gesehen, jawohl, check. Punkt 1, check. Punkt 1, check. Wie gesagt, in der einfachen Art. Wir suchen auch noch ein Bächle oder irgend sowas, wo das Wasser vielleicht weniger unbedingt aufbereitet werden muss. Ja. Also was sie gerade gesagt hat, ist, wir suchen auch noch ein Bächchen, wo man eben Trinkwasser findet, das man nicht aufbereiten muss. Genau. Das Problem ist, es geht zu viel Wind, das heißt, wir müssen mit dem Windmikro arbeiten und das kann man eben nur immer in eine Richtung drehen. Das heißt, entweder hört man den, der hinter der Kamera steht oder diejenige, die vor der Kamera steht. Das ist so ein bisschen das Problem. So, weiter geht's. So, echt. Ich muss mich gleich richtig hinhocken, wegen Knie kann ich nicht in die Hocke gehen groß. Hier gibt es zwei Sachen. Erstens Kiefernzapfen. Ja, Kiefernzapfen sind zum einen eine Möglichkeit, Feuerle zu machen. Also man kann komplett ganze Feuer nur mit Kiefernzapfen durchführen, wenn man das dann will. Ob das jetzt so schön ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, es gibt jedenfalls hier Kiefernzapfen. Ich denke, wir werden noch genügend anderes Material finden, was für Feuer gut ist. Die sind leicht harzig, die brennen also wirklich nicht schlecht. Nehmen wir jetzt nicht mit. So, das andere, was es hier gibt in der Wiese, sind Walderdbeeren. Die sind fast drüber, die allermeisten. Die hier sieht noch gut aus. Schatz, kannst du mal einen Test machen? Mmh. Okay, wunderbar. Ruf also, nach mehr. Nächste Sache zu essen gefunden. Das Problem ist, hier jetzt genau hier gibt es ja gar nicht mal mehr so viele. Da ist noch eine große. Ja, aber die ist, glaube ich, schon angegammelt. Naja, das sind Fliegen. Na gut, wenn du sie essen willst, dann bitte. Nee, keine Fliege. Nein, ich meine die Beere selber. Oh, ja, nee. Nee, gut. Da hat es noch eine ganz kleine. Da hat es noch eine kleine. Hier hinten ist noch eine große. Und die da drunter? Wo denn? Mhm. Die da? Ne, die hat es auch schon angegessen. Und hinten dran hat es noch zwei, drei. Ich mag Walderdbeeren. Ja, ja. Ich habe auch mal eine gegessen. Ja, ja. Schon eine Weile her, aber habe ich schon mal gemacht. Ja, wenn man einmal Walderdbeeren findet, dann findet man in der näheren Umgebung bei ähnlichen Lichtverhältnissen im Regelfall noch mehr. Was man wissen muss, die Dinger breiten sich mit einem Rhizom aus, also heißt, sie haben so einen kleinen Trieb, quasi, der von der eigentlichen Erdbeerpflanze aus seitlich weiter wächst und irgendwo anders sich verwurzelt. Und es wächst die nächste Erdbeere. Natürlich können sie sich auch per Samen, also die auf den Erdbeeren drauf sitzen, das ist ja eine Sammelnussfrucht, entsprechend ausbreiten. Geht selbstverständlich auch. Aber oft findet man sie dann eben in einer Reihe bei ähnlichen Lichtverhältnissen. Sie brauchen gute Lichtverhältnisse, mindestens sowas irgendwie im Bereich, was man als Halbschatten bezeichnen könnte, dass also ein paar Stunden am Tag wirklich ordentlich Sonne hinkommt, den Rest des Tages in der Nähe irgendwo Sonne ist. Im geschlossenen Fichten- oder Buchenwald wird man sie auf jeden Fall nicht am Boden finden, sondern dann eher eben an irgendwelchen Waldwegen, so wie hier jetzt auch ganz typisch, neben dem Weg anzutreffen. Also gerade auch, wenn man auf Wegen unterwegs ist, lohnt es sich links und rechts exakt direkt am Weg Ausschau zu halten nach verschiedenen nützlichen Pflanzen. Da gibt es allerhand, was genau gerade am Wegesrand wächst. Am Wegesrand wächst ohnehin viel mehr Nützliches als mitten im Bestand. Da gibt es Bäume und unten drunter eben nicht viel. Deswegen Störungen im geschlossenen Wald, wie zum Beispiel unsere geheimnisvolle Wasserfläche, die einfach irgendwie die Besonderheit bringen, außer normaler geschlossener Waldbestand. Das sind immer die Orte, wo man hin möchte, weil das Hotspots der Biodiversität innerhalb eines Einheitspreis, also Fichtenwald, entsprechend sind und mehr Biodiversität bedeutet mehr Ressourcen. Ganz einfach. Ja? Je mehr Pflänzle da sind, desto höher die Chance, dass da auch Pflänzle dabei sind, mit denen man was Konkretes anfangen kann. So, jetzt muss ich nur aufstehen, ohne mir weh zu tun.
geschafft.